Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Da sind wir auch wieder zurück hier bei einer neuen Runde, bei einer neuen Session, kunterbunt, wie eh und je, irgendwie am Langbrettern, denn wir haben eine Challenge diesmal am Stissel, liebe Freunde. Ja, wir haben eine Challenge vorbereitet. Erzähl doch mal, PayZ, erzähl doch mal, du hast ja die Idee. PayZ ist nämlich heute meine Runde. Ach so, wir machen das tatsächlich mit dem U-Boot. Wir machen das, ja. Aber jetzt holen wir noch den Liberator. Den guten alten Liberator und das ist Dennis. Erzähl doch mal. Ja, Patrick, erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Ich kann auf jeden Fall gerne mal erzählen. Also in Blaine County gibt es ja diesen See und da kann man auch mit dem U-Boot, wenn man denn das U-Boot dahin bekommt, tauchen gehen. Und da gibt es wohl am Meeresgrund auch oder am Seegrund halt noch etwas Bestimmtes zu finden oder zu entdecken. Und das gucken wir uns dann heute mal an. Alles ja, klar. Der Liberator ist der Monster Truck, den kennt man ja. Den gibt es leider nicht mehr zu kaufen im Spiel. Das war ja nur für dieses Unabhängigkeitsupdate für GTA Online. Und jetzt wurde aber bekannt, dass zur Gamescom vermutlich, also ist noch nicht hundertprozentig sicher, ein neuer DLC enthüllt werden soll von Rockstar Games. Und zwar munkelt man sehr stark, dass es die Heißmission sind. Ob es dann letztendlich so ist und ob das brandheißer Shit ist, das sehen wir ja dann. Brandheißer. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, also ich kenne ja Rockstar Games schon ein wenig länger und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die auf irgendeiner Messe was präsentieren. Das haben die noch nie gemacht. Deswegen war es schon sehr überraschend, dass die auf der E3 die PS4 und Xbox One und PC-Version angekündigt haben. Aber. Naja, lassen wir uns überraschen. Aber ja, vielleicht ist das auch schon angekündigt. Das kann durchaus möglich sein. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Wäre eine tolle Sache. Nein! So, ich hatte hier eben mein Auto versenkt. Toll. Lululu. Oh. Einmal Leute, waschen. Warum soll ich denn nice. Santos Customs, hä? Weil der Simeon die Karre haben will. Ja, du hast, glaube ich, irgendwie den Job eben gestartet, oder? Da stand eben was von. Nee. Ja? Ne? Mhm. Ich komme hier schon wieder raus. Ich will auf zum Liberator. Was machst du denn da unten? Kuscheln. Ja, und gemunkelt wird ja, dass im November jetzt die PC, Xbox One und die PS4-Version kommt. Und GTA 5 war letztens für 15 Euro auf Amazon erhältlich. Also muss man sich mal überlegen, wer es noch hat, muss da mal vorbeischauen. War's. 15 Euro ist schon krass. Da kann man nichts sagen. Nee, für so ein Hammerspiel. Ja, was macht ihr hier? Curry, hast du eigentlich den Hubschrauber? Alter, ich bin auf der Suche, aber momentan wird er nicht. Er möchte nicht spawnen, do. Ich hätte gern dieses HZ, wie heißt es? HZ was? H1Z1? HZ... H1Z1. Lach nicht, Patrick. Was? Ich hab über mich gelacht. Hallo? Mein Auto. Dennis ist heute wieder total fies. Aber ich bin das ja gewohnt. Und es gibt kein Alternativfahrzeug. Oh, Walle, danke für deinen Liberator, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, da ist ja noch ein Platz frei. Komm mich mal abholen. Ja. Oh oh, soll ich Angst haben, aber wenn du mit dem Ding hier fährst? Kannst du mal kurz ein Screenshot für mich davor machen? Ich weiß es nicht. Ja, war so klar. Ah, der Dennis ist einfach so gemein. Ja, ich muss für den Sarraza hier Platz machen. Ja, super. Ah, der war gemein, Patrick. Komm, ich hol dich schon hier ab. Komm. Nee. Ach, wir brauchen ja ein Cargo. Ab jetzt fahre ich nur noch mit dem Benny. Ja, und der lässt sich gerade nicht auftreiben. Ja, wo bist du denn? Überfährt mich nochmal fast. Gibt's den auf dem Militärflughafen? Warte, da bleib doch stehen. Krieg ich, Alter, das Hähnchenhaar? Du musst doch drehen. Warte, bleib doch stehen. Alter, was machst du? Bleib doch stehen. Ist klar. Warte, du musst doch einsteigen. Ich will gerne das Fähnchen da haben. Was machst du denn? Du glitsch bei mir voll rum. Warte, bleib mal stehen. Au, es war so klar. Es war so klar. So ein Drecksack einfach nur. Ach ja. Der PayZ und ich, eine richtige Hassliebe, ne? Eine innige Beziehung, ja. Was? Nix. Ja, gut, ich bin jetzt hier in der Wüste irgendwo und... Ey! Schrei doch nicht so. Weißt du, ich bring dem Walle da seine Karre und der bringt mich um, der will mich umbringen. So hast du verdient, also ganz ehrlich. So ein mieser Schweinepriester, der Sack. Walle, nimmst du mich mit? Kommt da. Nein! Das meinte ich da nicht mit. Die Challenge auf dem jetzt Flughafen steht auch gerade gar nichts rum. Ah doch, so ein Jet. Boah, der ist so ungelenkig, der Wagen, ne? Ja, ich hab einen. Du hast einen? Ja. Jau.
ruhig der mal wieder ist, weil er sich konzentriert. Der ja, was macht der eigentlich? Ja, der will die ganze Zeit mich aus dem... Sarata, ich hatte hallo. Die ganze Zeit mein Dings gemutet wieder aus Versehen, sorry. Oh, Doppelkill, Doppelkill! Ja! Oh Gott. Egal jetzt, aber ich hatte einen Doppelkill, geil. Mit dem Liberator vom Sarata. Alter, habe ich die ganze Zeit mein Mikro wieder gemutet gehabt, ich Hammel. Was hast du denn so erzählt, sag mal? Ja, so, ey, was machst du, warum fährst du mich tot? Stricher. Warum du alter immer, Stricher. Warum siehst du immer viel besser aus als ich? Genau. Warum bist du immer am Bahnhof zu, am Arbeiten? Boah. Wer sitzt denn im Liberator? Etwa der Sarazza? Okay. Etwa der Sarazza? Nein! Nix da. Bye bye, ihr Bitches. Ja, aber so klar. Da bin ich zurück. Ich wollte den Dennis gerade erschießen. Ja, komm, fahr mich um, Sarazza. Sein Mann, komm. Ich hab ganz wenig HP. Ihr dreh um, komm. Ich habe auch ganz wenig HP. Ich fahr lieber mit dem Auto ab. Was für eine dreckige Pussy du geworden bist. Juhu. Weißt du, guck mal, was für coole Sachen man mit dem Liberator machen kann. Was du hast, zeig mal. Juhu. So alles und jetzt, ey. Ist klar. Alter, also. Lieber Action mit dem Liberator. Der Curry kümmert sich in der Zeit um vernünftige Sachen schon. Ja. Der organisiert nämlich einen Helikopter. Ich komme dir entgegen, Curry. Ja, organisiert. Aber ich bin nicht alleine. Yo, ihr Bitches. Weißt du was, ich nehme mich jetzt einfach mit. Mich jetzt hier allein sind auf jeden Fall bekannt in Los Angeles. Ich muss erstmal die Cops loswerden. Auf TMZ.com hat man immer gesehen, wie ein Typ von Circle of Alchemist da rumgerannt ist mit den Cops immer im Hintergrund. Boah, der Liberator ist halt mal der Hammer. Was machst du da hinten? Action mit dem Liberator. Er kann auch fliegen. Oh, ich hab's gleich geschafft. Also ich bin der Einzige, der wirklich eine amerikanische Flagge zeigt mit meinem Anzug. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, oder? Warum gibt es das nicht von Deutschland? Nein, wir haben einer wieder. Ich glaube, ich muss mich töten lassen. Nein. Dann kannst du mich einsammeln können. Ja, ja, mach das mal. Ich mache jetzt halt noch eine Downhill-Action jetzt hier. Super. Mach jetzt einen Bauchplatscher auf den Asphalt. Und ab geht's hier, ihr Bitches. Baby, Baby, balla, balla. Oh, vielleicht doch nicht so. Baby, Baby, balla, balla. Baby, Baby, balla, balla. So. Oh nein! Oh, das war so klar. Der Heidetraut rastet aus. Ganister. Heidetraut rastet aus. Ich möchte mal übrigens öffentlich sagen, dass ich das ziemlich scheiße von dem Ding finde, der einen Hundejob bei GTA Online erstellt hat. Ja, wir wollten eigentlich den Hundejob von Dennis spielen heute. Von Dennis, was für Dennis? Aber es gibt ein Problem, es gibt leider ein Problem, dass... Sagt er von Dennis so, weißt du, sagt er einfach. Ey. Ja, das Problem ist ja folgendes. Guck mal, er kann auch einfach durch über Stock und Stein. Dass der Dennis ja Stein und Stock, da stimmt ja schon fast, denn wir wissen ja alle, der Dennis steht auf Hunde. Wir wissen es ja alle. Deswegen bin ich ja auch dein Vater, so dazu, ne? Genau. Doggy Style kann ich halt ganz gut, weißt du. Oh Gott. Oh, ich sehe schon morgens, guck ich mal im Briefkasten. Naja, das Ding ist auf jeden Fall, es ist ein freudiger Moment hier, ne? Denn der Dennis, da hat jemand eine Karte für den Dennis, Wuff Heideltraut oder so heißt die gemacht. Ja, ja. Ja, und da geht es dann um, fang den Hund und so. Der kommt so in die Hölle, ohne Scheiß, Alter. Der kommt so in die Hölle, der hier. War eine lustige Idee. Ja, der Hölle ist so ein Platz reserviert für den, ne? Da kriegst du nicht mal... Vom Teufel Spucke. Weißt du, da. Okay. Naja, auf jeden Fall wurde da so eine lustige Karte erstellt. Oh, Alter. Du weißt ja gar nicht, was in der Karte enthalten. Vielleicht sind da so Anti-Sarazza-Göbbelzer-Parolen drin. Ja, kann ja sein. Weil wer sich erinnert, ne, Göbbelzer, das ist die Schattenseite von Sarazza. Ja, genau. Ich bin nämlich der übelste Nazi, das wissen ja die wenigsten. Die hat nur so lange Haare, damit der Scheitel auch mal gut ist. Nee, das ist eine Perücke. Das ist eine Perücke, eigentlich hat der so eine krasse Klasse. Ja, Alter, meinst du, was ich mir privat immer für Bärte aufklebe? Oh. So, kannst du mich mitnehmen? Ja, Curry, dann hol mich auch mal bitte ab, Alter. Ja, mich auch bitte. Ich dachte, wir holen ein U-Boot. Den U-Boot holen wir, Benni. Machen wir nachher noch. Den U-Boot. Aber erstmal nehmen wir den Liberator mit in die Luft und das hat nämlich noch niemand so gewagt wie wir. Juhu! Alter, was machen da so viele Über Geräusche? Den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Nein! 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 Oh! Meine Damen und Herren, Dennis starb. Oh! In Los Santos. Weil er von einem Berg gefangen ist. Ja! Ich spring, Curry, spring rein! Curry zurück! Curry, ja, Mann, mach ihn platt! Curry da! Oh. Curry hier! Nein!
Moment, nimm mich doch mit! Moment! Ich werde einfach okay. weiter. Ja, sorry, sorry. Hier bin ich, Doktor, ich bin unter dir. Was? Kleines, dreckiges Haustier. Wie er damit nicht umgehen kann. Was macht ihr? Ey, der raus. Curry, was machst du? Von den Dennis ab. Da oben kann man noch landen. Ja, cool. Hier ist doch ein netter. Ah, Moment, okay, hier. Wie ich einfach die ganze Zeit rumlaufe. Weißt du, der Curry ist ein wahrer Freund. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, auf den Curry ist Verlass. Ja. Oh, endlich, danke. Bring rein. Und jetzt fahren wir wieder hoch. Wir haben gesagt, Curry, nicht Patrick. Bitte was? Oder hat er nicht eben was gesagt? Ey, ich kann doch nicht einsteigen, warte. Ist ja auch egal. Ich hab drei. Ja, ist voll. Hol uns ab, hol uns ab. Der Benny mich verarscht, alter Penner. Auf der Klippe. Auf der Klippe? Ja, das ist richtig. Schleppe ich euch rauf zum Mount Chiliad oder werf mich runter? Mount Chiliad? Ja. Chill mal, Alter. Chill mal. Ey, wer schießt auf uns? Dennis. Ey, das ist cool. Dennis, hör auf. Nee. Dennis im Raider-Modus. Mit dir habe ich noch eine Rechnung. Nee, 1-1, mein Lieber. 1-1. 1-1, ey, am Bahnhof oder was, Alter? Sparkasse. Kannst du rechnen? Nee, kannst du ja nicht, habe ich vergessen. 1-1. Bitte, was denn da bist? Was ist denn 1-1? Hier. Du Dummkopf. Aber ich muss gerade noch mal in dem Video hier offiziell sagen, geht niemals zu 1-1, Leute. So. Habe ich ja nie oft genug gesagt, ne? Warum? Soll ich jetzt wieder die Geschichte anfangen? Glaub mir, das willst du nicht hören. Ich könnte ja jetzt mittanzen mittlerweile. Ein Pickel am Arsch, Alter, davon. Wenn du die Geschichte da gibt es aber auch viele andere Internetanbieter, die... Ja, aber 1-1 sind die brutalsten, glaub mir. Aber das hätte hier woanders auch passieren können. Selbst die... Also, ich bin jetzt bei der Telekom, selbst die haben mich angerufen und haben dann das Video damals gesehen, wo ich mich über 1-1 aufgeregt habe. Weil das war so wie bei DayZ, ne? Du musst halt bei Breaking Point den ganzen Weg laufen. Habe ich gemacht und dann ist mein 1-1-Router abgestürzt, weil das Internet so schlecht war. Und dann musste ich den ganzen Scheißweg nochmal neu laufen und da habe ich mich so aufgeregt einfach, dass ich mich voll in Rage gesprochen habe. Ja, die Mitarbeiter können ja nichts dafür, ne? Aber verarschen einen so bei 1-1, ohne Scheiß, richtig einfach. Weil ich habe dann meinen Vertrag gemacht, bevor ich umgezogen bin, dann sagen die so zu einem, ja klar, sie kriegen hier schnelles Internet. Und dann hatte ich DSL 2000. Ja, Curry, mach, komm. Ja. Jetzt, Curry. Curry. Nein. Ja. Den hol ich. Yeah. Boah. Geil. Alter. Ja, oh, Mann, Alter, mega. Einiges, ey. Boah, und dass wir hier drin sitzen, ey. Und das ist ja eine exklusive Karre, muss man sagen, gibt's ja nicht mehr. Die sieht man also nicht so häufig. Den gab's nur kurzzeitig im Shop. Ciao, Mann, mit V. Kann man übrigens Penner. Leider auch nicht tunen. Ne? Wäre super. Durch den Tunnel. Aber geht leider nicht. Ja, Curry, flieg doch mal durch den Tunnel. Ah, ist zu eng, ne? Ja, klar. Das geht nicht. Das nicht. Englisch war immer gut, aber... Ja, ja. Mit dem Liberator. Ich meine zum Beispiel enge Hosen. Geil. Jetzt langt's mir aber auch. Was denn? Jetzt fange ich auch an zu ballern hier. Los, holt euch den Liberator, das ist jetzt Benny? Die Challenge. Das ist so schnell für uns. Nein. Wir wollten nein, die Challenge ist, dass der Curry den Liberator wegrotoren muss. Was? Okay. Schafft er niemals. Aber nee, ich war Curry. So schnell. Der ist viel zu schnell. Curry, komm, Curry, los, King. Schneller, ich glaube an den Curry, ich glaube an dich, Curry. Curry, also, du musst mal Curry. Kurz anhalten, Sarazar. Curry, da drunter sind ja so Bäume, ne? Komm, ja. Gib uns eine Chance. Wo sind denn noch viele Bäume, Curry? Im Schüttelfest. Nee. Oh Gott. Nein, das meine ich nicht. Doch. Benny, weißt du, was ich meine? Nein, der Benny weiß das ja. Was ja, denn? Nein. Benny, was denn? Ich kann's nicht sagen. Weißt du aber, die Hundewitze machst du immer, ne? Ey, du bist ein richtiger Halunkel geworden. Ja, das, da hast du schon recht. Ja, also komm, sag. Alter, ich häng fest. Wie geil mit Tod, ey. Ja, warte, was ist los, hä? Geht dir der Zäpfchen? Wie schlecht. Ja, wie soll ich denn da rankommen? Guck mal, wie er durch die Gassen mit dem Liberator fährt, ey. Ah, ich treffe ihn gleich. Alter, du bist so immer tot, drauf. Ey. Du bist so ein toter Mann gerade. Nein, Alter, Curry! Boah, Curry! Alter, wie der Titsch. Alter. Was machst du, Curry? Komm, wir rotoren den jetzt weg. Geil. Ja, was? Alter. Komm, wir machen ihn kaputt. Boah, was ein gegen Kampf. Helikopter, Liberator gegen Helikopter. Bleib hier. Du musst irgendwie über so einen Hügel springen, dann gegen den und so. Alter, was ein Battle gerade. Problem ist, dass ihr schießt. Ihr Schweine, du musst auch schießen, PZ. Natürlich, das mache ich die ganze Zeit fast schon. Ja, der Patrick hat also seit jetzt. Der Patrick hört immer nur Skillets, wie der heißt. Skillets.
Tillitz. Ernsthaft? Dennis? Niemals, ihr kriegt uns niemals, ihr Schweine. Wie heißt dieser DJ nochmal da? Tillitz. Skrillex meinst du? Skrillex. Skrillex. Ja, es gibt einen, der immer mit uns GTA spielt hier, der irgendwie Skrillex hat. Heute halt auf zu schießen, oder so, oder? Das ist der Heli, der Schrott. Komm, wir holen ihn runter. Warum? Was? Treffen wir den Heli? Nee, ich meine hier der Patrick. Was denn? Ach so, der böse Patrick, ja. Ich Wir dürfen schießen, nur ihr nicht. Doch, wir auch. Ey, Curry, jetzt mach doch mal da was hier. Ja, mach doch mal da Curry. Was. Jawoll! Ich sag doch, Liberator winning. Okay, pass gesagt, auf, die Challenge ist jetzt so, ja, dass ihr nur in diesem Dörfchen hier rumfahren. Das ist der verkackte Cargo-Bob, dann nehmt ihr in dem kleinen Dörfchen hier. Ihr dürft nicht weiterfahren und wir müssen euch raus. Das war richtig blöd. Liberator. Aber egal. Habt ihr gehört? Boah, egal. Hat Spaß. Dafür war ich den Currywurst nochmal platt. Eiskalt. Ne? Habt ihr keine Seele oder so? Boah! Alter! Nur nochmal! Ja, schlecht! Nee, fuck! Alter! Ja, ich hab den Liberator, Fuck, du Schweinebüße! Aber dafür hab ich mir das Feld von Currywurst geholt, $3,000. Ja, das freut dich, ne? Das freut mich, du! Moni, das! Das freut mich richtig, du! Das freut mich! Dennis, der Schiss hat wegfährt einfach! Ey, ich hab mir grad einen Heli gerufen, Mann! Da ist er doch! Jetzt fliegt er wieder weg! Nee, der bleibt, oder? Scheiße. Oh Mann. Okay, Dennis, ich hol dich auf der Straße. Du kleiner Schweinepieter. Komm auf die Straße, komm auf die Straße. Uiuiui. Trau dich, komm zurück auf die Straße, wo der Cargo-Bob ist. Heidel, traut dich. Trau dich was. Trau dich was. Ah, da sind schon die Cops. Guck mal wieder. Alter, gibt's doch nicht. Nix da. Aua! Aber noch kleiner Streifschuss. Auch nix. Streifschuss, Alter, ich hab dich mit diesem Tonnen. Das war easy, du hast küsst mich nicht. Ich hab dich getroffen, du Schwal. Wie Schwal? Schwal? Schwagel. Keine Ahnung, was das ist. Von Skillex oder was, Alter? Skillitz. Du bist ein alter Schwagel, Alter. So, dreh um, du Penis. War ja geil, wenn man mit dem Ding auf zwei Räder fangen könnte, ne? Trau dich! Ja, warte. Was sind die Polizisten da? Ja, ich bin bereit. Wer schiebt denn dann in den? Curry, schieß drauf. Curry, wehe. Boah. Der Ratzer! Ja! Du bist doch eine... Ich hab dich, du kleiner Schreier. Ich hab einen Heli. Komm, Curry, wir holen einen neuen Cargo-Bob. Ach, plötzlich sind wir wieder Freunde, Benny, oder was? Sind wir doch die ganze Zeit? Ja. Nur weil ich immer so Forrest gesagt habe. Ja, das reicht bei mir heute schon. Ach, komm. Oh, ich bin tot. Was hast du jetzt? Was hast du jetzt, mein kleiner Butterkopf? Ich bin nur so schön, weil ich gerollt. Butterkopf. So, mal hier ein Päuschen einlegen und machen in der nächsten Folge dann tatsächlich mal mit der Challenge weiter. Warte, kannst du fortmachen? Okay, willst du nochmal wen tun? Nein! Ach, Patrick, du bist also Liberator geht schon ab, das Teil. Und nächstes Mal haben wir wieder Konzentration. Ist wieder völlig ausgeartet, ouch, ey. Ah, Gott. Ah, stirb! Ja, ne, dann sagen wir mal bis zur nächsten Folge, oder? Ja, würde ich sagen. Damen und Herren, ja. Eine gute Idee. Warte. Oh. Aua, warum schießen wir auf den Liberator? Renn jetzt durch. Rein da. Wollen wir nochmal beim Dennis vorbei? Wir oder direkt? Du rum, was machst du da, Alter? Voll geil. Yeah! Hey, warum tötest du mich? Ich hab voll den kleinen Stunt gemacht gerade. Das war kein Stunt, Alter. Curry hat einen Bauchplatscher gemacht. Ich wollte Fallschirm ziehen. Das war extrem verbackt, Alter. Du bist extrem durch die Gegend geflogen. Das war super. Das sah sehr komisch aus. Nee, der Liberator kann auch Bäume hochfahren. Benny, der Flug endet hier! Das macht wieder so viel Spaß gerade, so ein Scheiß. Du Schwein! So einfach mitmachen ist halt das Lustigste. Und guck mal, jetzt stehen die Cops da einfach unter dem Liberator. Was ist denn da los? Ey, geht raus aus dem Liberator. Ey, weißt du, wofür ich den Curry hasse für seine scheiß Rolle? Ohne Scheiß, Alter. Oder? Sag mal. So, wir hätten nicht fahren, aber den Baum hoch. Den Sarazan hat. Ah, schade. Ich muss irgendwie. Aber das lag an dem Graben. Okay. Ja, man kann ja sagen, der Tobi ist gerade übrigens nicht dabei, weil er ja noch nicht dabei ist. Wegen Gamescom und so. Genau, ja. Der ist auf jeden Fall bestimmt bald wieder dabei, aber. Der hat gesagt, der möchte nicht mehr mit uns reden. Weil wir ihm zu intelligent sind. Boah. Benny, was machst du da, Alter? Warte, mit dem Liberator ballerst du die Kopf so weg. Hör auf, Dennis. Ach, Curry, ey, das war. Ey, Curry, warum? Dabei.
Wir lassen zum Folgenschluss mal einen Faustkampf machen. Faustkampf, ja? Du und ich, komm. Okay. Du und ich. Boah! Alter, der Liberator ist die komm geilste. Komm her, Cory, da, Cory, hier, komm hier. Ich bin aber schon angeschlagen. Komm schon, du musst jetzt irgendwie durch. Ah, Benny! Faustkampf! Pack die Waffe weg, pack die Waffe! Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh, warte, jetzt Faustkampf. Okay, warte. Warte! Bleib stehen! Alles nein! Warte, guck mal hier. Drecksack, Alter. Ich bleib stuck. Weißt du, er spielt wieder unfair. Ah! Wie er mich immer unfair. Da ja, weißt du, dass man mal keine Chance hat. Ey, wer schießt da? Mann, das war eine Mega-Laune gerade. Warum, Patrick? Ja. Ja, richtig so, richtig so. Weißt du, PZ, Alter, ey. Weißt du. Benny? War ein richtiges PZ. Ey, wie du beim Patrick immer hörst, wie der seinen Controller bewegt, Alter, weil er so ein Steinzeug-Controller hat. Ich spiele ohne Controller, ich spiele mit Maus und Tastatur. Ja, ja. Hör mal, hör mal. Boah, wieder in den Baum hochgefahren. Was hast du jetzt? Alter, was für ein Chaos. Alter, was? Boah, wow! Pass mal auf. Juhu. Alter, ihr habt doch nicht ernsthaft den Liberator kaputt gemacht. Oder? Wir haben alles kaputt gemacht. Und damit endet auch die Folge mit einem Desaster, einem Inferno. Action vom Wald. Ihr habt den Liberator kaputt gemacht? Ja. Was? Nee, ihr habt den Libby. Nee. Ihr habt den Libby. Ach, ihr Quatsch. Ihr habt den Liberator. Also, der Liberator ist. Ist gut. Der Liberator ist kaputt. Aber wir hatten viel Spaß mit ihm, Dennis. Sei nicht traurig. Weil er aber. Kaputt gefeiert. Er hat immer so schön die Reifen und hat Distanz gemacht und. Das war so schlimm mit ihm und ich weiß auch nicht, aber. Tu es nicht! Halt's Maul! Tschüss! Ja, Liberator Action hat ja super geklappt mit der Challenge, aber dafür hatten wir mega viel Spaß mit dem Liberator da rumballern und die Bäume hochfahren und irgendwie durch die Gegend titschen. War eine lustige Episode. Obendrauf wieder ein kleines Desaster geworden. Endete mit einem Inferno und der nächsten Folge dann wirklich hier mit U-Boot und ja, ihr wisst Bescheid. Ne? Tschüss! So, jetzt weißt du, dass die Folge geendet. Was war das jetzt, Alter? Ich hab es Alter, scheiße, das kann auch nicht gemacht haben, ey. Ey, warte doch, Curry, lass mich doch einsteigen. Ist doch scheiße jetzt, ohne Witz. Patrick, du Aufnahme. Das gibst mir aber auf die Fresse. Was denn? Getan. Warte mal, Curry, ey. Du bist hier so lang gerannt. Provozier mich nicht, Curry.